Herzlich willkommen zum Überblicksvideo zu Exponentialfunktionen. In diesem Video möchte ich die wichtigsten Inhalte zu diesem Thema, vor allem im Hinblick auf die Reifeprüfung in Mathematik, besprechen. Beginnen möchte ich dabei mit den Funktionsgleichungen bzw. mit den verschiedenen Schreibweisen einer Funktionsgleichung für exponentielle Zusammenhänge. Da wäre einerseits die Schreibweise in der Form f von x gleich c mal a hoch x, den beiden Parametern c und a, beziehungsweise andererseits die Schreibweise f von x gleich c mal e hoch plus minus lambda mal x mit den beiden Parametern c und lambda. Diese beiden Darstellungen lassen sich ganz einfach ineinander überführen, indem man hier sieht, einerseits a und andererseits e hoch plus minus lambda haben dieselbe Rolle. Das heißt, a ist gleich e hoch lambda ergibt, wenn ich lambda ausdrücken möchte, lambda ist ln a. Also die eine in die andere überzuführen, ist ganz einfach machbar. Jedenfalls will man so eine Funktionsgleichung aufstellen in einem Anwendungsbeispiel, braucht man jedenfalls zwei Informationen für diese zwei Parameter. Wobei wir schon beim nächsten Thema wären, nämlich genau bei diesen Parametern und einer Interpretation dieser. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Ableitung dieser Parameter bzw. wie man sie sich aus der Funktionsgleichung herausholen kann. Der Funktionswert an der Stelle 0 ergibt sich dadurch, indem ich einfach hier in meinen Term c mal a hoch eben 0 einsetze. A hoch 0 ist ja aber nichts anderes als 1. Das heißt, der Funktionswert an der Stelle 0 ist c. Das heißt, hier hätten wir schon eine Interpretation für den Parameter c, auch in Sachzusammenhängen spricht man dann vom Anfangswert oder vom Wert an der Stelle 0 Wert zu Beginn. Sieht man sich den Funktionswert an bei Erhöhung des Arguments um 1. Wir erhöhen das Argument, also von links nach rechts gehend beim Funktionsgraphen um 1. Und setzen hier wieder einfach in unseren Term ein, a hoch x plus 1. So ist das ja dasselbe, wie wir wissen, aus den Rechenregeln für Potenzen, wie c mal a hoch x mal a hoch 1. Nun ist aber c mal a hoch x ja genau mein Funktionsterm von oben. Es ergibt sich also für f von x plus 1, f von x mal a. Das heißt, dieser Parameter a gibt mir also an, wie verändern sich die Funktionswerte, beziehungsweise noch genauer, mit welchem Faktor verändern sich die Funktionswerte, wenn das Argument um 1 erhöht wird. Somit ist auch gleich einsichtig, wenn dieser Faktor größer ist als 1, werden die Funktionswerte auch größer. Ist dieser Veränderungsfaktor kleiner als 1, aber positiv, so werden diese Funktionswerte sukzessive kleiner. Stellt man sich das nun noch grafisch dar, eine kurze Veranschaulichung dieser beiden Parameter, so ist in jedem Fall der Durchgang durch die horizontale Achse durch den Parameter c gegeben. Und je nachdem, ob wir ein a haben, einen Veränderungsfaktor, der also zwischen 0 und 1 liegt, oder einen Veränderungsfaktor, der größer ist als 1, handelt es sich um eine streng monoton steigende Exponentialfunktion oder eine streng monoton fallende Exponentialfunktion. Besonders wichtig ist auch die sogenannte Halbwertszeit.
Diese Halbwertszeit gibt uns an, nach welcher Zeit dieser Anfangswert sich halbiert hat. Wir suchen also nach demjenigen x, wo ich nur noch d halbe habe. Ebenfalls neben der Halbwertszeit gibt es die sogenannte Verdoppelungszeit. Wenn man also bei einer streng monoton steigenden Exponentialfunktion nach derjenigen Zeit t sucht, wo ich zweimal c erreicht habe bei meinem Funktionswert. Ich möchte jetzt aber bei der Halbwertszeit bleiben, denn es ist letztlich nur eine Zahl, die sich dann verändert im Ansatz dafür. Ich möchte auch nun einmal eine sogenannte Zerfallsgleichung anschreiben, die im Wesentlichen genau dieser allgemeinen Form entspricht, nur jetzt mit etwas veränderten Buchstaben. N von t ist n0 mal e hoch minus lambda mal t. Das wäre eine sogenannte Zerfallsgleichung. Warum das? Weil hier ein Minus steht. Wie hier bereits notiert, gibt es diesen Parameter lambda in dieser Darstellung, entweder mit Plus oder mit Minus. Und genauso wie a-Regel, um welche Monotonie es sich handelt, so kann ich das auch beim Parameter lambda ablesen. Ist nämlich lambda größer 0, so ist e hoch lambda gesamt auch größer als 1. Ist lambda kleiner als 0, dann habe ich e hoch minus lambda und das liegt dann zwischen 0 und 1. Habe ich also ein n von t mit n0 mal e hoch minus lambda mal t, so steht das für einen Zerfall, für eine exponentielle Abnahme. Suche ich noch nach derjenigen Zeit, wo diese Anfangsmenge n0 sich halbiert hat, so kann ich dies so anschreiben. N von tau ist gleich n0 halbe, wobei ich meine Halbwertszeit genau jetzt mit tau bezeichnet habe. Ich setze nun einfach mein tau in meine Gleichung ein und erhalte also folgendes. N0 halbe ist gleich n0 mal e hoch minus lambda mal tau. Ich habe also die Halbwertszeit tau hier einfach eingesetzt. Löst man nun diese Gleichung, so kann man diese Formel für die Halbwertszeit tau sich überlegen. Das wollen wir jetzt noch machen. Wir dividieren durch n0, das heißt, diese Halbwertszeit ist jedenfalls unabhängig von der sogenannten Anfangsmenge oder von dem Ausgangswert, denn sie spielt jetzt keine Rolle mehr. Das n0 kommt nicht mehr vor in der Formel. Um das tau letztlich herunterzubekommen vom Exponenten, wenden wir jetzt den Logarithmus an als Äquivalenzumformung und gleichzeitig auch noch zwei Rechenregeln für den Logarithmus. Ln von 1 durch 2 ist nämlich dasselbe wie ln 1 minus ln 2. Und ln von e hoch minus lambda mal tau ist dasselbe wie minus lambda mal tau mal ln e. Nun können wir noch weitere Dinge einsetzen, die wir über den Logarithmus wissen. Der natürliche Logarithmus von e ist nämlich 1 und der Logarithmus von 1 ist unabhängig von welcher Basis immer 0. Das heißt, ich muss nur noch durch minus lambda durchdividieren und erhalte jetzt schon meine Formel für tau, die nämlich lautet ln 2 durch lambda. Das ist also die Formel für die Halbwertszeit. Jetzt ausgehend von einer Darstellung mit e hoch minus lambda, sieht man sich allerdings hier an, wie man dieses lambda in a überführen kann. Dann sieht man auch sofort die Darstellung in der anderen Schreibweise wäre ln2 durch ln a. Also ebenfalls sehr leicht zu erreichen.
Wie anfangs erwähnt, gibt es zum Beispiel auch die sogenannte Verdoppelungszeit als wichtige Kenngröße bei Exponentialfunktionen. Der einzige Unterschied wäre an dieser Stelle gewesen, nämlich als wir hier n0 halbe angesetzt haben, müsste hier stehen 2 mal n0. Alle anderen Rechenschritte wären jedenfalls äquivalent durchzuführen. Ein allerletzter Bereich, den ich auch noch kurz ansprechen möchte, betrifft dann Anwendungsbeispiele, wo nun die verschiedenen Dinge alle zur Anwendung kommen in verschiedenen Sachzusammenhängen. Also einerseits Funktionsgleichungen aufstellen, das heißt, ich weiß, dass es ein exponentieller Zusammenhang ist, f von x gleich c mal a hoch x, aber ich möchte gerne c berechnen, ich möchte gerne a berechnen. Bei gegebenen Funktionsgleichungen ist zum Beispiel oft danach gefragt, wie groß ist die Halbwertszeit, wie groß ist die Verdoppelungszeit. Ich kann auch bei einer gegebenen Gleichung zum Beispiel den Funktionswert an einer bestimmten Stelle suchen bzw. eben berechnen bei gegebener Gleichung. Oder ich kann zu einem vorgegebenen Funktionswert die zugehörige Stelle suchen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, der Funktionswert an einer bestimmten Stelle soll 7 sein. Ich kenne aber die Stelle nicht und will diese berechnen. Das wären jedenfalls typische Aufgabenstellungen für Anwendungsbeispiele bei Exponentialfunktionen. Ich hoffe, ich habe euch damit einen Überblick geben können über die wesentlichen Inhaltsbereiche zu Exponentialfunktionen und wünsche euch viel Erfolg beim Üben und bei der Matura.